dem Video geht es ein bisschen um Cha-Cha-Zählweise. Es geht jetzt nicht um die Cha-Cha-Technik mit Cuban Motion und so, sondern einfach um die reine Zählweise. Ich erlebe es immer wieder, dass die Leute falsch beginnen, weil sie auch falsche Informationen bekommen. Und noch schlimmer, zwei richtige Techniken miteinander kombinieren zu einer falschen. Also was ich alles schon erlebt habe, es ist wirklich krass. Die richtige Zählweise im Cha-Cha ist ziemlich einfach. Wir machen auf 1 einen Schritt zur Seite. Das ist dann der Startschritt. 1. Dann kommt zum Beispiel ein Rockstep nach vorne, wenn wir die Cha-Cha-Grundtechnik nehmen. Rock 2. 3. Und ein Cha-Cha-Cha zur Seite auf 4 und 1 bzw. 5. Dann den Rockstep nach hinten. 2. 3. Und wieder Cha-Cha rechts. 4 und 1. Und ich erlebe es wahnsinnig häufig, dass die Leute falsche Techniken miteinander kombinieren. Also zum Beispiel richtig ist, dass man beim Cha-Cha auf die 2 beginnt. Das ist richtig. Nur wenn wir auf die 2 beginnen würden mit 1, 2, 3, dann würden wir tanzen 2, 3, 4, 5 und 6. Kein Cha-Cha. Auch wenn man sagt, Line Dance Cha-Cha, es gibt nur Cha-Cha ja oder Cha-Cha nein, aber nicht Cha-Cha halb. Cha-Cha-Viertel, Cha-Cha für Line-Dancer, gibt's nicht, ja. Und kann man auch schön reden, was nicht ist, ist nicht. Ja? Dann der zweite Fehler, den ich häufig sehe, ist, dass die Leute den Startschritt weglassen und fangen direkt mit dem Rockstep nach vorne an. Auf 1, 2, 3 und 4. Auch falsch. Ja? Beim Cha-Cha gehört ein Startschritt dazu. 1, wenn wir nicht auf die 2 beginnen wollen mit bereits geöffneten Füßen. Ja, aber das ist meistens nicht der Fall. Wir beginnen im Line Dance immer in der ersten Position, der Count 1 und darum Start, 2, 3, Cha, Cha, Cha und so weiter. Viele Leute tanzen das falsch, verschieben dann den Cha, Cha um einen Takt nach vorne, einen Takt nach hinten. Ich sage immer, Cha, Cha ist genauso feuergefährlich wie ein Weihnachtsbaum mit echten Kerzen. Man braucht nur einmal dran zu ruckeln, der ganze Baum steht in Flammen. Genauso beim Cha-Cha im Unterricht. Es braucht nur einer zur falschen Zeit einen falschen Schritt zu machen und schon tanzt der ganze Saal falsch. Kann man ein bisschen verhindern, indem man die Zählweise auf die Wert auf die Betonung bei der Zählweise legt. Beim Cha-Cha fängt man an mit einem scharfen Schritt auf Takt 1, der ist betont. Der Rockstep wird normal ausgeführt. 2, 3. Und der Cha-Cha, der dann kommt, da werden die ersten beiden Schritte gar nicht betont. Und der dritte ist wieder die 1 auf Cha-Cha. 1, 2, 3 und Cha-Cha. 1, 2, 3. Und so, wenn man das so zählt, dann ist man auf dem scharfen Beat immer auf der 1 und könnte sich eigentlich gar nicht mehr vertanzen. Wie gesagt, falsch ist es, wenn man zählt 1, 2, 3, Cha-Cha. Dann betont man den Cha-Cha-Cha und ist dann irgendwann auch im falschen Takt. Viel Spaß beim Üben, viel Spaß beim Umdenken. Bis zum nächsten Video.